Gute Nacht für euch alle, Nummer 258. Heute ist Sonnabend, Sonnabendabend, der 19. Dezember 2020. Wieder auf der richtigen Seite, wie ihr seht. Und das ist schon gut. Vertrautheit ist schon was Gutes. Und in aller guten Dinge sind drei. Deshalb gibt es heute noch einen Brief vom Weihnachtsmann von J.R.R. Tolkien. An seine drei Kinder, die bislang geboren waren, 1927. Der dritte Brief erschien. John, Michael und Christopher, die Schwester, die Tochter von Tolkien, die jüngste, wurde erst 1929 geboren. Das heißt, die musste noch ein bisschen auf die Briefe warten. Und manchmal kommt mir die Mumu ein bisschen vor wie der Nordpolarbär, der sich immer überall reinschleicht. Aber wir hören mal zu, was passiert ist in diesem einen Jahr. Es war so bitterkalt jetzt am Nordpol, dass der Nordpolarbär die meiste Zeit mit Schlafen zugebracht hat. Statt sich wie sonst bei den Weihnachtsvorbereitungen nützlich zu machen. Der Nordpolturm ist kälter geworden als alles, was überhaupt in der Welt kalt ist. Und als Nordpolarbär mit der Nase dagegen stieß, hat es ihm richtig die Haut abgerissen. Deshalb ist auf dem Bild, Anmerkung der Redaktion, das Bild gibt es gleich zu sehen, seine Nase mit rotem Flanell verbunden. Aber der Verband ist verrutscht. Ich weiß es nicht. Wieso hat er das bloß gemacht? Er steckt ja immer seine Nase dorthin, wo sie nicht hingehört. Zum Beispiel in meine Schränke. Es ist ja auch sehr dunkel hier gewesen, seit es Winter wurde. Die Sonne haben wir natürlich drei Monate lang nicht gesehen. Aber diesmal gab es ja auch kein Nordlicht. Ihr erinnert euch doch noch an das schreckliche Unglück im letzten Jahr, hm? Bis Ende 1928 wird es nun kein Nordlicht mehr geben. Der Nordpolarbär hat seinen Vetter, den großen Bären, mit dem er auch ein bisschen befreundet ist, dazu bewegen können, dass er extra hell für uns scheint. Und in dieser Woche habe ich mir dazu noch einen Kometen gemietet, um Licht beim Packen zu haben. Aber so ganz das Richtige ist es nicht. Ihr seht es an meiner Zeichnung. Der Nordpolarbär ist in diesem Jahr auch nicht vernünftiger geworden. Klar. Gestern hat er den Schneemann im Garten mit Schneebällen bombardiert und ihn über den Rand des Felsens geschubst, sodass er in meinen Schlitten hineinfiel, der unten stand. Eine Menge Sachen sind dabei kaputt gegangen. Schneemann selber auch. Was von ihm übrig war, habe ich zum Teil für mein weißes Bild hier verwendet. Es grüßt euch, abgehetzt, euer Weihnachtsmann. Ja, jetzt gibt es natürlich das Bild, wie immer. Mal sehen, ob man den Bären sieht mit der roten Nase. Dann müsst ihr genau hingucken. Ja, ich glaube, es war zu sehen. Es gibt noch einen Nachtrag, und zwar zu Tolkien, der ja tatsächlich 1937, nachdem er den Hobbit geschrieben hatte, gar nicht weiterschreiben wollte. An den ganzen Geschichten um Mittelerde. Wollte er nicht. Aber die Leute haben ihn mit Briefen bombardiert und er hat Gott sei Dank den Herrn der Ringe auch noch geschrieben. Und es gibt einen befreundeten Schriftsteller, den Peter S. Beagle, der hat das letzte Einhorn geschrieben, vielleicht kennt das der eine oder andere. Und der hat über das Buch Herr der Ringe Folgendes geschrieben. Und ich finde, was Schöneres kann man über ein Buch nicht schreiben. So viel ich weiß, feit das Buch nicht gegen Kugeln und heilt auch keine Krankheiten. Es wehrt keinen der Dämonen unserer Zeit ab. Es zwingt nicht zu wahren Aussagen, wenn man darauf schwört. Es bürgt nicht dafür, dass man Liebe erhält, wenn man es verschenkt. Es schafft auch, leider,
dem Leser keinen Zutritt in die Welt, die es darstellt, so oft er es auch liest. Trotzdem liegt Magie in dem Buch und Schutz. Ich habe mein Exemplar ein- oder zweimal ausgeliehen und es ereignete sich keine Katastrophe, aber ich fühlte mich unbehaglich und beobachtet. Und ich glaube nicht, dass ich es noch einmal ausleihe. Es ist einfach sicherer, man hat das Buch in Reichweite. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Schlaft gut in den vierten Advent hinein. Ciao.